So, ist mein letzter Tag hier in Kabul, Afghanistan. Und was macht man hier am Friday? Ja, und freitags, ich spreche schon wieder Englisch, man geht in die Moschee beten oder man geht zum Flaggenpost. Ja, und hier links ist ein Taliban, das war gerade ein Checkpoint. Eigentlich hätte ich gar nicht filmen dürfen, aber ich habe es nicht gesehen. War auch kein Problem. Wir fahren jedenfalls jetzt zum Flaggenpost und schauen, was los ist an einem Freitag dort mit vielen Taliban. Yes. Freitags haben wir Bombenwetter in Afghanistan. Sehr schön. Sonnig heute. Da sieht man ihn schon, den majestätischen, ja, riesigen Flaggenmast, den größten der Welt, den ich je gesehen habe. Es gibt vielleicht größere, aber keinen, den ich kenne. Das ist ein Spielplatz. Reger Betrieb hier. So, unser Taxi wartet hier, weil es gibt zu viel Verkehr hier auf dem Flaggenpost. Wo bleibt Emma? Es gibt nicht viele Frauen hier auf diesem Hügel. Hallo, Assalamu alaikum. Ich mache schon Freunde hier, direkt Leute kennengelernt. Bist du Taliban? Ja. Taliban, ah, sehr gut. Taliban, so. Bruder, ne? Sehr gut. Los. Ja. Taliban, alles gut. Gut, aber Verkehr nicht gut. Too much traffic hier. Ja. So. Hier vorbei, es ist zu voll. Zu viele Menschen. Alle kommen jetzt zur Flagge. Ja. Vom Kabul oder Kandahar? Kabul, ja. Pashtun? Ja, yes, ein Pashtun. Ah ja, Pashtun. Yes. All Taliban Pashtun? No, not all. No. Ah, ja. Pashtun, 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 ja. Tajik, Uzbek. Ah, yes. All people are now Taliban. Ah, yes. Ich spreche so gut Englisch. Das ist verrückt hier. Absolut verrückt. Ich habe auch nicht die richtige Mütze auf heute. Aber egal. Es geht trotzdem. Wunderschöner Ausblick wieder auf den Hügel. Und jetzt schauen wir mal, was es noch gibt. So, hier ist der Eingang. Willkommen. So, wir begeben uns jetzt in die Hülle des Löwen. Überall befinden sich hier Taliban. Ja, aber sie sind harmlos. Ich würde nicht sagen harmlos, aber sie sind keine Gefahr für uns, solange man sie respektiert. Ja, das ist sehr wichtig. Man darf nicht respektlos sein. Ja, so. Sieht viele Leute überall und auch Geschäfte. Ja, sie haben Parfüm. Sie beten auch hier, es ist Zeit des Sonnenuntergangs. Hallo, you speak English? Yeah, ah, yeah, nice to meet you. Nice to meet you. Ah, yes. You Taliban? Yeah. Ah, yes. These are all Taliban. Why everybody comes here on Friday? So, as you know, today is Friday. Yes. And, our country to the Friday is off. Yes. So we came here to enjoy the view. You can see the flag of Afghanistan. Yes. And this is a new flag. Yes. You know? Yes, I know. Yeah. Wie man sieht, die Leute geben einem sehr viel Aufmerksamkeit. Sehr, sehr freundlich, alle. Ja, und ich habe gesehen, sie klettern auch da oben auf den Sprungturm. Schauen wir mal, ob wir da auch hoch können. Das ist aber gefährlich, dass man nicht runterfällt. Ja, so. Gucken wir mal weiter. Hallo. English? How are you? Ah, you speak English. Oh, nice to meet you. Good. Nice to meet you. Yes, so ein Sprungbrett, was ihr sehen könnt. Ja. So, die Taliban haben mich gerade angehalten und haben gesagt, ich soll mich nicht mit den Menschen hier unterhalten. Warum auch immer. Ja. Gehen wir mal hoch und schauen uns den Ausblick an. Wie kommt man da rein? How do you get up there? Ja, also sie klettern über den Zaun. Aha, ist das der einzige Eingang? Ja. Und hier sieht man die majestätische Flagge. Ja. Das ist der einzige Eingang. So, wir haben es geschafft. Wir sind hier am Swimmingpool. Und jetzt gehen wir nach oben. Ja, klettern auf den Sprungturm, aber nicht zum Runterspringen, obwohl es sehr sicher ist. Sie haben Wasser. Ja, es ist nur für die Aussicht. Hallo, hallo. I am coming. Two more. Oi, oi, oi. Nice to meet you. So, wir sind fast oben. Wir sind jetzt auf dem 5 Meter Turm. Es ist schon sehr hoch. Ja, ich würde nicht runter Training springen. Es sind außerdem mehr als 5 Meter, weil das Becken nicht voll ist. Ich schätze, das sind jetzt schon 7 Meter, dann wären das 12 Meter. Hallo. Noch ein Gezirr.
Hier der Sonnenuntergang. Holy shit. Holy shit. Come on. Yes, yes. I am coming. We made it. We are here on top. The top. The highest point of Kabul. It is shaky, yes. It is a little bit dangerous. Yes, yes. Too many people and it's very old. Es ist sehr schwindelig hier oben, weil diese Plattform wackelt. Ja? Ich habe Angst, aber der Ausblick ist absolut unbezahlbar. Ja, der Sonnenuntergang. Ja. He likes to have kind of Fotos. Ja, natürlich. You need to come down. Es ist gefährlich, es ist sehr hoch hier. Ja, okay, schnell. Schnell Fotos, ich will hier runter. Es ist so wackelig. Das Ding stürzt hier noch zusammen, ne? Habe ich Angst. Okay. So, ich will Foto. Ich will auch ein paar Fotos machen. I want to take some photos first. Ja. From this view, it is absolutely fascinating. And I want to take some photos first. Ja. From this view, it is absolutely fascinating. Yes, Foto. Alle machen Fotos hier. Machen wir. Sehr gut, sehr gut. Dankeschön. Yes, maybe we should go down. It's very dangerous here. What if it breaks? It's very, how old is this place? Ich denke, es ist Zeit runterzugehen. Tadekam? Don't you understand? No. Alman, Germany. Germany, yes, yes. I need to go down. Also für jemand mit Höhenangst wie mich ist das absolut ein Albtraum hier. Vor allem hier links ist kaum Geländer, wenn man runtergeht. Und es geht sehr tief runter. Ja. Boah, hier ist auf jeden Fall besser. Oben ist so wackelig. Es ist shaky. Shaky. Very shaky ab der. Wow. Gleich ist Sonnenuntergang. So, hier ist auf jeden Fall sicherer. Da ist Wasser. Weiter runter. Let's go down. Es ist absolut abenteuerlich hier. Uiuiui. Noch einen runter. Dann haben wir es geschafft. Oh, wie hoch das war. Unglaublich. Ich habe es geschafft. Huh? You want a selfie? Ja, let's do it together. Zurück zu den Menschen. Hallo. Assalamu alaikum. Do you speak English? English. You speak English, right? You speak English. Ah, you come here every day, every Sunday? Wow. Every Friday? Yeah, he's here. Ah, I see, okay. Taliban, right? Yes. Does he have a message to the world, what people should think about the Taliban? Message. No message. Yeah. He has a message. You have a message to the world. Yes. Ah, bismillah. Talk something, the message to the world about Afghanistan. در اتوبین که وقت داره شمش در افغانستان بانی دی در زور در لاری کار ناخلی یو شد تحمل دی و دمسایا و گوانده هیوات پا نیتی زمش داره یو شد تحمل وکی مرز اغیر بانی دیر خوشحاله که جود تو پا کنو خویا دلتی هیچ نتی جوار نکره تازی در معلومه در خیر سر چوسم در دوی تو پا کام پلاس کدی او در دوی هر چه مشتا پاته دی دوی موری دلی پاته دی پا زور پر افغانستان بانی ایچ کلا در دوی واک نرسی زمش در دیو گنده هیواد پا حق لبانی وشت حمل و کی پا غصر مر دیر خوشحالوی مر سری دزور در لاری کار ناخی مر دوی دزور پا نتیجه کی بیاخ پل زور شوی او پا تاریخ که مومو شوله دی بعد مماده Thank you very much. Thank you. Is it Pashtun? Yeah. Pashtun. Yeah. And you Taliban? Yeah. Very good. Thank you very much for your message. Ja, wir können nur hier durchgehen. Ja, es ist verrückt. Oi, oi, oi.
Ich bin nicht so gelenkig. Yes. I'm not so fit like these people. You're crazy, they're jumping out of it. The Taliban government says that there wasn't before. There was no peace in Afghanistan. For example, 5 years ago, yes. 10 years ago, yes. There wasn't. But here is now peace. Why the people, all the countries, don't like to accept Afghanistan government? Yes. Their mention is this. I see. I hope so. So please accept Afghanistan as a country and include it into the world community, because as you can see here, people are nice, friendly, yeah, yes, and kind. Yes, yes. Yes. How is the Afghanistan culture? Very good, thank you. I need to calm down. Afghanistan Zindabad. Afghanistan Zindabad. Zindabad. Yes. Thank you very much. Long live Afghanistan. Long live Afghanistan. Self, ich weiß, wir müssen gehen. Ja. So, schnell. Ich würde gern länger bleiben, aber Emma wurde rausgeschmissen. Ja, deshalb Düsseldorf. Düsseldorf, ja. His brother, I mean my brother. Ja. Do you speak German? No, Danish. Speak Danish. Danish, oh. I'm living in Denmark. Oh, you live in Copenhagen? Yes, yes. Oh, my I see. And your brother, he's living in Germany, actually. I traveling in Germany, in Hamburg. Berlin. Ah, yes. In Berlin. I'm living in Copenhagen, in Denmark. Ah, yeah, okay. Sehr gut. You see my videos, yes. Many German Afghan people watch it, you know? So, yeah. Sieht auch die Videos. Deshalb, I want to show the world that Afghanistan is nice, you know? It's a good thing that you are showing the real situation of Afghanistan. Yes. Do you have a message for the world? Yes. My message is that Afghanistan is peaceful, and we had a lot of problems last 20 years. Now we are thankful to God. We have got peace in our country after 20 years of war. So we hope this situation continues. It is now. And we hope for more progress and development. We need the help and support from international community to come and help this nation, because this nation has suffered a lot in the last 20 years. Yes. Now we need the help of international community to come and support us more, especially economically, because Afghanistan's economy has been collapsed. Yes. So this will be a good thing if the world community now engage in Afghanistan with our progress and development in our country. That will be our wish, all Afghan people wish to the international community. Yes, thanks. I hope so. Thank you very much. Yeah, I hope the same. I totally agree with you. Thank Inshallah, you. Hopefully it will become true. So please accept Afghanistan. Yes, yeah. Yes. Thank you. Okay, we miss again. Salima huwa, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. He just told you not to talk to them. Okay. He just told me not to talk. Yes, I know. So, das war's leider schon. Wir müssen gehen. Ja. Es wird langsam dunkel. Wir hatten eine gute Zeit. Die Leute waren sehr, sehr freundlich. Ich würde gerne noch länger hier bleiben oder anders mal wiederkommen. Ich hoffe nächstes Jahr. Ja, im Frühling. So, jetzt warten wir. Unser Taxi ist da vorne. Und dann gehen wir etwas Abendessen für ein Abschiedsdinner. Die letzte Nacht. Oh, er hat eine große. Ja. Thank you very much. Thank you too. Thank you everybody. Thank you. Zindabad Alma. Ah ja, thank you. Zindabad Alma. Zindabad Afghanistan. So, that was it. Emma is leaving. The sad goodbye. Goodbye. Yeah. So. Fine. Yes. What about your plans? Are you staying in Afghanistan? No. No. Yes. No. Time to move on. Time to move on. But what are your thoughts of Afghanistan? Good. Good, yes. Very good. Yes. I like it. That's why I came back so many times. Yes. In 200 meters, right. Turn left towards street 1. That's why I also came here. Sorry. Because of her. So now we are navigating to her hotel. Then I am navigating to my place. And then tomorrow I will leave to Tajikistan. So that's it. I hope you enjoyed the video. Thank you.